Willkommen zu .NET User Group Regensburg. Unser Treffen im April 2015. Das Thema heute ist C++, Go, Julia, Rust und auch andere Sprachen. Und warum geht mich das überhaupt an? Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Florian Rappel. Ich bin Doktorand in der theoretischen Teilchenphysik der Universität Regensburg. Bin im IT-Umfeld auch als Berater tätig, unter anderem schreibe ich Artikel und bin dadurch auch schon als Microsoft MVP im Bereich Visual C Sharp und mittlerweile .NET ausgezeichnet. Ich bin auch Co-Project MVP und spiele in meiner Freizeit gerne an Open-Source-Projekten rum. Unter anderem bin ich der Initiator des EngelSharp-Projekts. Von den Programmiersprachen und meinem Technology-Stack her treibe ich mich ganz gerne mit C-Sharp, JavaScript, C, C++ rum, mache also den ganzen Web-Stack, sowohl Client- als auch Server-Entwicklung. Ich bin im High-Performance-Computing-Bereich tätig und bin an der Universität Regensburg im Cubase 2-Team. Die Agenda für den heutigen Vortrag sieht folgendermaßen aus. Wir starten zunächst mit einer kleinen Übersicht über diese neue Welle der Programmiersprachen, schauen uns dann einige von den meiner Meinung nach interessanteren Beispielen an und gehen dann zu C++ über, einer also schon älteren Sprache, die sich ja bei den letzten Jahren nochmal deutlich verändert hat. Da werden wir dann auch ein wenig Live-Coding betrachten und zum Abschluss noch die ewige Diskussion C-Sharp gegen C++ führen. Ich denke, ich kann jetzt schon vorwegnehmen, dass es hier keinen eindeutigen Sieger geben wird. So fangen wir mal an. Im Moment gibt es also eine neue Welle von Programmiersprache. Es ist nicht unbedingt weniger als in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnt. Aber es sind doch sehr interessante dabei. Und ich finde, dass es auf jeden Fall ziemlich stark an die goldene Zeit in den 70ern erinnert. Die Beispiele, die wir uns gleich ansehen werden, sind in folgenden Sprachen aufgegliedert. Zum einen Julia, Go, Rust, wir werden uns auch Swift ansehen. Daneben noch die alte Sprache D und C++ in der neuen Version, also das, was ich gerne Modern C++ nenne. Daneben gibt es natürlich noch jede Menge weitere interessante Sprachen, hier nur ein paar aufgeführt. Nim, ziemlich interessante Sprache, gibt es seit 2008, oder eine eher ältere funktionale Sprache, Haskell, die in den letzten Jahren deutlich an Popularität gewonnen hat. Daneben andere funktionalen Sprachen, wie zum Beispiel Clojure, die auf der JVM aufsetzt, oder auch Groovy, sowas wie Lua. Lua ist ja sehr leichtgewichtig und im Prinzip ziemlich ähnlich zu JavaScript. Oder auch OCaml, das die Wurzeln des F-Sharps-Projekts darstellt. In den 1970er Jahren kamen ja sehr viele neue Paradigmen mit den Sprachen dazu, also vor allem das Objektorientierte. Letztlich kommt ja auch C aus den 1970er Jahren, also eine General-Purpose-Sprache. Aber dort sind natürlich auch Sprachen wie Pascal, Prolog geboren worden. Sprachen, die also eindeutig für ein Ziel geschrieben worden sind, und ich denke, das ist natürlich motiviert worden durch Beispiele wie Fortran für Mathematik oder auch COBOL für Finanzsoftware. So ist es also nicht verwunderlich, dass Programmiersprachen wie S für Statistik, woraus heute R kommt, oder MATLAB für numerische Berechnungen oder aber auch Sprachen wie Scheme oder eben die Shell in den 1970er Jahren entstanden sind. Okay, steigen wir nun ein und sehen uns einige Beispiele an. Das Bild, das ich hier verwendet habe, ist Judge Dredd, der einen Dinosaurier reitet, das auf einen Hai, der Feuer spuckt, sitzt. Also, das könnte man auch als Logo für C++ verwenden, aber ich denke, wir werden uns später ansehen, warum C++ so vielschichtig und komplex ist. Starten wir nun mit Julia, meiner Meinung nach die interessanteste von den neuen Sprachen. Sie ist JIT-compiled, was immer gut ist. Wir erhalten also hohe Ausführungsgeschwindigkeit, gepaart mit
sehr hohe Produktivität, keinen Compile-Vorgang notwendig. Man könnte eigentlich sagen, dass Julia so etwas wie ein würdiger Nachfolger für Python wäre, aber es ist auch inspiriert worden von anderen Sprachen, ganz besonders MATLAB, Lua, C. Soll also sich sehr dynamisch anfühlen, sehr flexibel sein, aber auch eine hohe Ausführungsgeschwindigkeit geben. Julia zeichnet sich auch durch diese sehr starken Metaprogrammierungsfähigkeiten aus. Diese sieht man vor allem dadurch, dass man in der Sprache selbst Zugriff auf den Compiler hat. Was auch bei Julia richtig gemacht worden ist, ist, dass Nebenläufigkeit gleich integriert worden ist, genauso wie ein Paketmanager. Das sollte man heute bei allen neuen Sprachen finden. Wenn wir uns mal Code anschauen, den Julia geschrieben hat, stellen wir gleich fest, sowas wie komplexe und rationale Typen sind von Anfang an vorhanden. Wir können Funktionen auch in einer Zeile und sehr expressiv ausschreiben. Es gibt Makros, wie zum Beispiel addTime, die beliebige Funktionen nehmen und diese dann in einen Code wrappen, der zusätzlich zum Ausführen der eigentlichen Funktion noch die Zeit der Ausführung misst. Wir können uns immer anschauen, was wir für nativen Code produzieren. Wir können uns auch den LLVM-Code ansehen. Julia verwendet im Hintergrund für Optimierungen und die eigentliche Kompilierungsarbeit LLVM, also Low-Level Virtual Machine. Und das garantiert natürlich eine sehr hohe Ausführungsgeschwindigkeit und die Anpassung von Julia an eine breite Palette von Architekturen. Wie sehr viele von den modernen Sprachen kommt auch Julia gleich mit einer String-Interpolierung daher. Das funktioniert einfach mit dem Dollar im String und der Ausdruck danach wird immer ausgewertet. Vektoren können wir analog wie in JavaScript anlegen, aber es ist eher eigentlich vom MATLAB inspiriert. Das sieht man, wenn man den Range-Operator zum Beispiel mal verwendet, der uns gleich einen Vektor generiert von diskreten Elementen. Matrizen gehen auch analog zu MATLAB, das heißt, wir könnten auch zum Beispiel Kommas weglassen und stattdessen Spaces verwenden. Und Strichpunkte sind in diesem Kontext dazu da, um die Zeile zu wechseln. Tupels sind gleich in die Sprache eingebaut und wir können auch die Tupels in einer Zeile unpacken. Okay, ein Swap geht über diese Unpack-Operation und die Verwendung von Tupels sehr, sehr leicht. Wenn wir uns das Typsystem anschauen, stellen wir fest, dass wir Typen einfach einbauen können, dass Julia sehr stark reflektiert wird und dass jeder Typ einen impliziten Konstruktor mitnimmt. Dazu ist es auch möglich, sowas wie abstrakte Typen hinzuzufügen. Ganz wichtig ist aber, dass das Julia-Typsystem nur von der Auszeichnung her existiert. Das erzeugt keinen direkten Overhead. So ist es nicht verwunderlich, dass das ganze Zahlentypsystem sehr stark ausgeprägt ist, allerdings Zahlen generell sehr primitiv sind. Und das wollen wir uns jetzt gleich mal live ansehen. Daher mache ich jetzt Julia auf, habe ich hier in meiner Konsole. Starte ich einfach per Julia. Und ASCII Art ist immer noch etwas sehr Schönes. Natürlich kann ich jetzt gleich Berechnungen ausführen. Ich kann auch Berechnungen durch das Verwenden des Operators als ein Funktionsname anstoßen. Vorteil ist, hier werden beliebige Argumente angenommen und diese einfach in diesem Fall zusammenaddiert. Ich kann mir immer den Code ansehen, der zum Beispiel bei einer Multiplikation entsteht. Wenn ich zum Beispiel zwei Double Precision Gleichkommazahlen miteinander multipliziere. Und dann kann man an diesem Beispiel hier feststellen, dass Julia im Hintergrund für mich schon vektorisieren würde. Das ist natürlich nichts, was direkt von Julia kommt, sondern von LLVM. Aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass ich hier schon einen Speedup erhalten würde. Okay, schauen wir uns doch mal die Subtypes von Number an und stellen wir fest, es sind entweder komplexe oder reelle Zahlen. Sehr schön. Mich interessieren jetzt die reellen. Hier kann man feststellen, es gibt rationale reelle Zahlen
oder ganze Zahlen oder Gleichkommazahlen. Und hier ist auch schon unser Float 64, das heißt, es ist in einer sehr schönen Hierarchie verbaut. Wie gesagt, diese Hierarchie ist eigentlich nur Metanatur, das heißt, sie wird nur zur Beschreibung des Systems verwendet und hat keinen Einfluss auf die Ausführung der Typen. Okay, was man auch machen kann, ist sich Expressions anschauen. Dafür gibt es ein eigenes Literal. Es fängt mit einem Doppelpunkt an. Und wenn ich hier den Type-of-Operator drauf loslasse, sehe ich, das ist eine Expression. Sehr schön. Für Expressions gibt es die Dump-Methode, die mir einfach nur ausgibt, was ich jetzt hier für Möglichkeiten hätte. Das heißt, was ich machen könnte, wäre mir den Head davon ansehen. Nur ist einfach ein Symbol Call. Ich kann natürlich auch mir die Args näher anschauen und könnte jetzt hier auch auf das erste Element zugreifen. Julia ist 1 passiert. Was vielleicht am Anfang etwas ungewohnt ist. Aber was kein großes Hindernis darstellt und mathematisch motiviert ist. Was auch noch sehr interessant ist, ist die Verwendung von dem rationalen Typen. Wenn man ein Standardbeispiel anstößt, kann man gleich die Genauigkeit der IEEE Precision betrachten oder eben eine ähnliche Implementierung nur bei den rationalen Typen, wobei hier ein exaktes Ergebnis herauskommt. Das alles ist auf jeden Fall schon sehr schön. Wir können Julia nutzen, um sehr schnell Programme zu schreiben, die sowohl sehr korrekt als auch sehr bequem, also auch sehr schnell ablaufen. Also es ist eigentlich eine ideale Prototyping-Sprache und sehr viel eleganter als Python. Es gibt vor allem hier nichts, was einem Global Interpreter Lock oder Ähnlichem gleicht. Es wurde von Anfang an darauf geachtet, dass Julia sehr gut mit Nebenläufigkeit und vor allem auch Multithreading klarkommt. Okay, so viel zu Julia für den Anfang. Schauen wir nun weiter. Was gibt es sonst noch für Sprachen? Eine Möglichkeit ist Go. Von Google entwickelt, lässt hauptsächlich Features weg. Ansonsten könnte man sagen, es ist eher so wie C. Es ist allerdings von Anfang an auf Cross-Plattform ausgelegt worden. Es sind schon moderne Features drin, wie Typinferenz oder aber auch schnelle Compile-Zeiten durch die Verwendung von Modulen. Auch hier wurde ein Package Manager verwendet und sehr schön, Nebenläufigkeit ist wieder mal von Anfang an enthalten. Und zwar in diesem Fall beim Message Parsing, das sogenannte Channels-Modell. Docker wurde zum Beispiel in Go geschrieben und einer der Gründe hierfür war, dass Go an sich sehr unabhängige Programme erstellt, denn Go-Programme können nicht dynamisch linken. Stattdessen wird alles zur Compile-Zeit zusammengefügt und das heißt, man hat keine Laufzeitabhängigkeiten und kann es somit erreichen, Applikationen zu entwickeln, die an sich unabhängig sind von der Außenwelt. Also eigentlich ein sehr schönes Konzept. So würde Code in Go aussehen. Was wir hier machen können, ist multiple Werte zurückgeben. Die Typenannotationen sind alle optional, aber im Großteil der Fälle ist es auf jeden Fall sinnvoll, diese anzuwenden. Was wir machen müssen, ist Variablen, wenn wir sie lokal nutzen, über var initialisieren, wenn wir sie nur als Konstanten verwenden,
also einmal initialisieren und dann nicht mehr ändern. Dann müssen wir sie nicht über var deklarieren. Okay. Das war Go. Gehen wir über zu Rust. Rust ist von Mozilla entwickelt worden und wurde hauptsächlich beeinflusst von Go am Anfang, funktional von Haskell ein bisschen. Ansonsten merkt man, dass es eher so C, C++, auch ein bisschen C-Sharp eingeflossen. Ziel war aber eine sehr sichere, sehr praxisnahe Sprache zu entwickeln, die möglichst ohne Runtime auskommt. Und das ist auf jeden Fall erreicht worden, denn Rust hat keine Runtime, die den Speicher sicher behandeln kann. Und das, obwohl sie keinen Garbage Collector einsetzt und im Regelfall auch keinen Reference Counter. Wir können aber Reference Counted Speicher allozieren, das ist kein Problem, aber es ist in den meisten Fällen gar nicht notwendig. Und Rust wurde auch schon verwendet in Mozilla Servo-Projekt. Das ist eine Browser-Engine der nächsten Generation, die jetzt schon einen deutlichen Speed-Up gegenüber Firefox hat. Hauptsächlich, weil die Nebenläufigkeitsfeatures von Rust hier genutzt werden und das Rendering dann in mehreren parallel laufenden Threads abläuft. Code in Rust sieht relativ ähnlich aus zu Code in C++. Anstelle eines direkten Rückkehrtext bei einer Funktion geben wir einfach nur das Schlüsselwort fn an. 32-Bit-Integer heißt einfach i32. Anstelle von irgendwelchen Includes verwenden wir Module, also es ist schon mal ein großer Fortschritt. Und es gibt auch für Funktionen so etwas wie einen Implicit Return, hier gleich gezeigt. Wenn wir auf das Schlüsselwort Red für Return verzichten und anstelle dessen eine Expression schreiben, die keinen Strichpunkt besitzt, wird diese Expression zurückgegeben. Wo sich Rust sehr deutlich von C++ unterscheidet, ist in der Logik bezüglich der Behandlung von Variablen. In Rust ist jede Variable erstmal immutable, außer wir setzen das Schlüsselwort mute für mutable dazu. Und diese Einstellung, ob eine Variable mutable oder immutable ist, hat dann starke Auswirkungen auf das Ownership-Modell, das man mit dieser Variable abarbeiten kann. Was wir hier auch noch sehen ist, dass wir Strukturen genau wie in C deklarieren können und dass es eigentlich sehr einfach ist, sowas wie einen optionalen Typen zu erstellen. In dem Fall nutzen wir dabei ein Template aus. Das Template sieht ziemlich stark aus wie Generics in C Sharp. Also das ist alles so, wie man es eigentlich aus C Sharp kennt. Auch hier gibt es Ranges, sehr schön in der Sprache schon eingebaut und es gibt natürlich for each Loops, also das ist anscheinend auch ein Feature, das sehr, sehr viele der neuen Sprachen gleich mitbringen. Makros in Julia haben immer so ein Ausrufezeichen am Ende, also ist das zum Beispiel das Print-Makro. Okay, was haben wir noch? Hier sehen wir, wie Borrowing funktionieren könnte. Wir haben eine Referenz auf eine Integer 32-Bit-Variable und damit leihen wir uns das nur. Hätten wir hier ein Ampersand Mute, dann würden wir das Ownership übernehmen wollen. Das machen wir aber nicht. Okay, und bezüglich Borrowing auch noch eine Kleinigkeit hier. Wir können auch Variablen aliasen, wie hier dargestellt, über ref2integer und integer. Und wenn wir unsere Variable integer aliasen, dann wird diese Variable integer in dem Kontext, wo sie gealiast wurde, nicht mehr verfügbar sein. Sie ist eingefroren und somit darf sie nicht verändert werden. Erst wenn der Alias dann stirbt, in dem Fall ref2integer, können wir
auf Integer wieder zugreifen und in dem Fall den Wert 4 setzen. Noch kurz zu zwei anderen Sprachen. Das erste wäre Swift. Das ist eigentlich ziemlich ähnlich zu C-Sharp. Mittlerweile ist das auch eine moderne Programmiersprache im Apple-System angekommen. Leider auch wirklich nur dort. Swift gibt es auf keinem anderen System. Es nimmt natürlich Ideen auf, auch aus anderen Sprachen wie D oder JavaScript und natürlich ein bisschen was von Objective-C, was immerhin vom Framework her die Basis bildet. Auch wie in C-Sharp haben wir in Swift Typinferenz, optionale Typen und das Wichtigste ist, der Autor von Swift, der Project Lead, ist auch eine wichtige Person im LLVM-Projekt, daher war es klar, dass LLVM für die Optimierungen verwendet wird. Ist allerdings auch völlig unabhängig davon eine sinnvolle Entscheidung. Blicken wir uns nun ein kurzes Beispiel an, dann stellen wir fest, ja, vieles davon kommt uns bekannt vor. Entweder wir können das sofort mit JavaScript irgendwie assoziieren oder mit was, was wir gerne in C-Sharp hätten, wie Tuples out of the box. Oder wir sehen was ziemlich Cooles, ein Extension-Typen, wie vielleicht dann in C-Sharp 7 verwendet wird. Also das ist wirklich was sehr Feines. Warum ist so ein Extension-Typ besser, als es über eine statische Klasse zu lösen, wie es im Moment der Fall ist in C-Sharp? Nun ja, wir können neben Methoden auch statische Funktionen für diesen Typen oder aber auch Eigenschaften hinzufügen. Das heißt, wir können wesentlich mehr erweitern zu einem Typen. Also in C-Sharp könnten wir über so Extension Types auch wirklich noch Attribute auf eine Klasse schieben. Das könnte sehr, sehr nützlich sein. Zum Abschluss von diesem kleinen Überblick noch die Programmiersprache D. Es ist sowas wie C++ ohne all die Probleme. Und im Prinzip folgt D eigentlich nichts anderes wie bestehenden C++, ein bisschen C-Sharp, Eiffel, Python. Alles in allem kann man allerdings sagen, D will schon so etwas sein wie eine Version von einer Hochsprache wie C++, die zeigt, wie man über das Reinpacken von Features und gutes Language Design eine wirklich ausgezeichnete Programmierbasis erstellen kann. Und eine der Hauptfeatures von D ist deshalb diese starke Metaprogrammierung, die quasi auf den Template-Metaprogrammierung aufsetzt, aber anstelle eines völlig neuen Paradigmas, das man dafür verwenden muss, nämlich pure funktionale Programmierung bei TMP, kann man das einfach mit den Mitteln der Sprache an sich lösen. Das heißt, indem man eine Vorschleife in D verstanden hat, kann man diese Vorschleife auch in D für den Compiler anwenden. Das ist ziemlich interessant. Wir können außerdem auch einen Garbage Collector verwenden, wenn wir möchten in D. Es gibt an sich keinen Präprozessor. Man könnte allerdings auch sagen, der Präprozessor ist einfach nur mächtiger und direkt in der Sprache. Was auch sehr sinnvoll ist, D kommt bereits mit einem Package Manager, wie eigentlich fast alle modernen Sprachen. Hier ein Beispiel. Also wir importieren ein Modul. Wir setzen eine Konstante und jetzt über das Schlüsselwort static sagen wir, dass diese if-Abfrage bereits zur Compile-Zeit ausgeführt werden soll. Und in dem Codebeispiel, wie er gerade ist, würden wir deshalb auch das Modul std-algorithm importieren. Dann noch eine Main-Funktion. Auch hier sehen wir, es gibt auch for-each-Schleifen in D. Sehr fein. Ansonsten sieht das alles doch eher so auch aus wie in C++. Eins noch, die drei Schlüsselwörter nach main, pure, no throw und add safe geben folgendes an. Pure, dass es sich hierbei um eine pure Funktion handelt, also eine, die keinen Zustand verändert. Wenn ich die main-Methode aufrufe, wird, wenn ich dieselben Argumente natürlich verwende, die hier gar keins sind, immer dasselbe Ergebnis zurückkommen. Das ist gesichert. Pure Methoden können auch keine Geräte verwenden. Das ist ja eine Veränderung, die dann am Ende passiert. Das heißt, man könnte nichts in die Konsole schreiben.
No-Throw heißt, dass ich keine Exception werfe, und AddSafe bezieht sich darauf, dass ich nur ein Subset der Programmiersprache D verwende. Ein Subset, der garantiert, dass es hier Memory Safe abläuft. Okay, und nach diesem kurzen Überblick gehen wir nun über und betreten die Matrix. Die Matrix des modernen C++. Kurzer Überblick. Man kann immer darüber streiten, was solche Werte wirklich aussagen sollen. Aber wenn man jetzt beispielsweise annimmt, dass diese Werte halbwegs realistisch sind, kann man sagen, C++ gehört immer noch zu den wichtigsten Programmiersprachen. Egal in welcher Auflistung der populärsten, wichtigsten oder gefragtesten Programmiersprache man nachsieht, C++ wird immer in der Top 5 sein. Es ist sehr gefragt, und das Skillset, das man bei C++ erhält oder bereits aufgenommen hat, kann man in beliebigen anderen Programmiersprachen sehr effizient anwenden. Man kann auch C++ in einer einzigen Folie beschreiben. Es ist keine richtige Ohrmenge von C, aber sehr nah dran. Wir haben die vermutlich mächtigsten Überladungsmöglichkeiten für Operatoren von allen Programmiersprachen. Wir sind allerdings auf Manual Memory Management beschränkt. Unser Ressource Management kann abstrahiert werden, was sehr fein ist. Wir werden davon später Gebrauch machen. Ansonsten kommt die Sprache C++ mit einer sehr mächtigen Bibliothek, genannt Standard Template Library, die uns Algorithmen gibt, die sowohl flexibel als auch sehr optimiert sind. C++ an sich erlaubt uns sehr effiziente stackbasierte Programmierung und bringt durch diese Template Metaprogramming genannte Sprache eine eigene Metaprogrammiersprache mit. Ich bezeichne daher auch immer gern C++ als eine Föderation von Sprachen, wobei die Menschen das schlechteste Glied mit der Föderation sind, aber auch die Kontrolle über die Föderation haben. Und die Menschen, das wären jetzt in diesem Schaubild hier die Programmiersprache C. Daneben gibt es natürlich noch andere Aspekte dieser Föderation, zum Beispiel die objektorientierte Programmierung, die mittlerweile eigentlich so ziemlich an den Rand gedrängt wird und nicht mehr so häufig verwendet wird in C++, aber wir können sie immer noch betreiben. Template Metaprogramming, das ist eigentlich der Hauptfokus mittlerweile. Und die Standard Template Library, die sich natürlich Elementen der objektorientierten Programmierung bedient, alles im Kontext von Templates macht und natürlich auch sehr nah an der Maschine noch bleibt. Das heißt, wir sind hier auch immer noch auf C-Level. C++ ist an sich prozedural, ist generischer Natur durch die Templates. Mittlerweile hat es auch einen guten funktionalen Part, der durch den Functional Header ausgedrückt wird. Es ist nach wie vor object-orientated. Und diese Auswahl, die man hier hat, das ist auf jeden Fall eine Freiheit in der Wahl, die man sonst keine anderen Sprache kriegt, was aber auch sehr schnell zur Last wird und was in so manchem Projekt auch nicht gerade positive Auswirkungen zeigt. Also man muss schon aufpassen, dass man sich von Anfang an auf den entsprechenden Teil einstellt. Man kann in C++ eigentlich alle Typen, die man so möchte, darstellen, hier mal nur kurz aufgelistet und verglichen mit C#. Ich denke, am wichtigsten wäre zu erwähnen, dass die Struktur in C++ eigentlich nur aus Abwärtskompatibilität da ist und sie im Gegensatz zur Klasse nur einen Verhaltensunterschied kennt, nämlich dass alles innerhalb von einer Struktur standardmäßig public ist, während alles innerhalb einer Klasse standardmäßig private ist. Das ist der einzige Unterschied. Noch kurz zur Geschichte. C++ wurde zuerst im C++ 98 Standard spezifiziert, dann hat sich lange Zeit nichts getan. Nach 5 Jahren gab es dann einen Minor-Patch. Da wurde 8 Jahre lang an C++ 11 gearbeitet, was für mich einen deutlichen Bruch darstellt, deshalb habe ich sie anders eingefärbt. Und von der Major-Version C++ 11 gab es dann auch schon wieder ein Minor-Update, C++ 14. Bei C# hat es seit 2002, wo die Sprache zum ersten Mal erschienen ist, leider schon fünfte Version gegeben, und das wird also regelmäßig hier betrieben. Allerdings kann man feststellen, C++ 17 ist ja auch schon geplant, dass C++ mittlerweile auch auf einen schnelleren Zyklus umschaltet. Und dieser moderne C++-Teil,
Der zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir mittlerweile auch sehr nützliche Annotationen haben, zum Beispiel sowas wie Final oder Override, dass die STL wesentlich kompletter geworden ist und zum Beispiel auch sowas wie Ownership ausdrücken kann, also analog zu Rust. Wir haben sehr elegante Konstrukte in der Sprache drin, auch mittlerweile sowas wie eine For-Each-Schleife und letztendlich erhalten wir dadurch eine bessere Performance. Die Sprache an sich, oder Programme, die in der Sprache geschrieben worden sind, ist leichter zu lesen und natürlich deshalb auch leichter zu schreiben. Ich würde eben raten, keine Zeige mehr zu verwenden. Und wenn man es tun muss und man irgendwas auf dem Heap legt, dann bitte Ownership ausdrücken. Wir kommen später noch dazu, was das konkret heißt. Im Vergleich gegenüber C-Sharp steht dem C++ in all diesen Punkten hier nichts nach. Wir haben Iteratoren, die sind flexibler als in C-Sharp. Kann ich implementieren, wie ich will, wird durch Duck-Typing im Prinzip transportiert. Und sie haben vor allem weniger Overhead. Ich habe gerade auch hier Typeninferenz, ich habe auch Lambda-Expressions. Eben schon erwähnt, ich kann Klassen oder auch Methoden explizit finalisieren. Ich kann aber auch sowas wie ein Override mittlerweile markieren. Ich habe sowas wie eine Async-like-Nebenläufigkeit. Ich kann UTF-16 String Literals machen, genau wie in C-Sharp, wie das String immer UTF-16 verwendet. Und ich kann sowas ähnliches wie ein Garbage Collected Speicher haben, nämlich ein Reference Card Memory Management. Mit dem Vorteil, dass diese Art des Speichermanagements deterministisch ist. Wenn der letzte Referenz beseitigt ist, geht es sofort aus dem Speicher raus und nicht erst zum Zeitpunkt, wo ein Garbage Collector, der durch eine Runtime getrieben wird, sagt, dass der Speicher jetzt freigegeben werden kann. Das kann ein großer Vorteil sein, vor allem beim Rendering. Enumerationen, hier abgebildet C-Stil gegen den modernen C++. Wir sehen, es ist noch das Schlüsselwort Class mit dazugekommen, was letztendlich zur Folge hat, dass die Identifizierer, die in den Enumerationen verwendet werden, keine anderen Variablen überschreiben und wir auch nur die Mitglieder dieser Enumeration im Kontext dieses Typs verwenden können, also nicht zusammen mit einem Integer, wie wir oben im C-Stil sehen. Also das ist auf jeden Fall eine feine Sache, gibt es natürlich in C-Sharp schon länger, aber mittlerweile gibt es auch in C++ und man sollte es auf jeden Fall verwenden. Ja, Iteratoren, wir können auch mit einer Iteratorschleife drüber loopen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben einfach nur diesen Doppelpunkt und das ist alles. Hier stelle ich einfach ein Vektor, Values und initialisieren gleich auf diese fünf Werte einen weiteren, zweiten Vektor, Squares, und den tue ich dann Elemente einfach hinzufügen. Vektor in C++ ist nichts anderes wie eine Liste in C-Sharp. Die Liste in C++ ist eine Linked List in C-Sharp. Ja, Lambda Expressions, ich kann das Beispiel von davor nehmen, hier diese Values. Den Squares gebe ich jetzt an, dass die Größe meiner Liste 5 sein soll, also so lang wie Values ist. Und dann kann ich aus dem Algorithm STL Header die Transform-Methode verwenden. Der muss ich nur angeben, über was ich iteriere, also von Values Begin bis Values End und wohin ich die Ergebnisse schreiben möchte, nämlich beginnend bei Squares.begin. Und zuletzt brauche ich noch eine Funktion, die das beschreibt. Und das schaffe ich hier bei Function Double Double, also Double Rückgabewert, Double Übergabewert. Hier steht eine Lambda Expression, das ist die Syntax in C++, wobei die immer anfängt mit den expliziten Captures. In dem Fall wird gar nichts gecaptured. Dann die Argumente, das ist in dem Fall nur eins. Und dann der Körper der Funktion. Gut, Nebenläufigkeit. Ich erstelle mir über Standard Async aus dem Future Header einen Thread, der mir irgendwann ein Ergebnis hat, nämlich wenn diese Funktion zurückkehrt, Hello World, das wird natürlich sofort passieren. Und dann ist dieses Future gesetzt. Ein zweiter Thread, den ich explizit über Thread aufmache, wird diesen Future verwenden,
und der ist über dieses Ampersand hier per Referenz gecaptured und wird über Punkt get blockierend auf das Ergebnis dieses Futures warten. Das ist natürlich noch ein wenig entfernt von await async in C#, das dann in entsprechende Kontexte einstößt und vielleicht das Warten niemals direkt macht, sondern immer in einen entsprechenden Thread oder Callback. Das bedeutet sehr leichtgewichtig und nicht blockierend. Das ist hier nicht der Fall, wir haben auch keinen Synchronisierungskontext, aber für C++17 sind entsprechende Konzepte schon angekündigt worden. String-Literale, also ich kann UTF-8 String-Literale machen, UTF-16, auch UTF-32, hier stelle ich bloß entsprechenden Char vor den String und der Rest wird vom Compiler erledigt. Ich kann auch in C++ eigenständig Literale definieren, zum Beispiel so ein Suffix-Operator, Unterstrich S für Strings in dem Fall. Was man hier auf jeden Fall verwenden muss, ist die richtige Signatur. Die muss zu dem Operator in dem Fall matchen. Und das nimmt also einen const-char-Pointer an und einfach eine size-t. Das kriege ich alles vom Compiler, sehr schön. Also ich mache es einfach einen String zurückgeben, das war's. Und dementsprechend ändert sich der Typ myChar als Typ char-Pointer und myString als Typ standard-String. Und letzteres möchte ich eigentlich immer haben in C++. Ich kann auch mit Tupeln was machen. Hier habe ich Compile-Time Tupels geschrieben, weil dieser Tupel-Typ zur Compile-Zeit erstellt wird. Das ist ein variadisches Template. Soll heißen, es ist einfach definiert worden mit einem Argument mindestens und einer weiteren variablen Anzahl von Argumenten danach. Und das sind Typ-Argumente. Über Standard-Make-Tupel kann ich mir einfach dieses Tupel konstruieren lassen. Und über diese get-Methode, die ein Tupel-Header ist, kann ich mir dann einzelne Elemente aus den Tupel zurückgeben lassen. Schauen wir uns das ein bisschen live an. Fangen wir mit dem Random Number Generator an. Der ist relativ interessant aufgebaut von der Architektur, denn er entkoppelt die Distribution von dem eigentlichen Generator. Die meisten Generatoren sind natürlich Pseudo-Random Number Generators. Und der, den man eigentlich verwenden sollte, wäre dann Mersenne Twister. Es gibt aber auch sowas wie eine echte Random Device Engine, die entweder Spezialfähigkeiten der CPU verwendet oder aber Entropie vom Betriebssystem. Was immer man auch tut, es würde sich am besten eignen als Seed für einen Pseudo-Random Number Generator. Okay, das schauen wir uns jetzt gleich im Visual Studio an. Ich include jetzt zunächst mal IOStream, um ein bisschen Ausgaben zu kriegen. Dann werden wir auf jeden Fall Random verwenden, um es zu demonstrieren. Ein Vektor wäre vielleicht noch ganz gut. Ich werde Standard explizit ausschreiben. Okay, fangen wir an mit einem Vektor von Doubles, den nenne ich jetzt einfach mal Values, den lege ich jetzt hier am Stack ab, passt, dann will ich meinen Mersenne Twister haben, und vielleicht noch eine entsprechende Distribution, nämlich eine Uniform Real Distribution von Double Precision Gleichkommazahlen. Kann ich jetzt hier noch festlegen, was der Minimum, Maximum sein soll. Müsste ich nicht machen, aber ich sage, zwischen 0 und 5 sollen diese uniformen Zahlen liegen. Okay, ich könnte jetzt diese Schleife verwenden, nämlich eine ganz normale Vorschleife und über Pushback arbeiten. Aber ich könnte es auch so machen, dass ich den Vektor gleich mit 10 Elementen zum Beispiel initialisiere. Dass ich mir immer nur die Referenzen hole von jedem, ich drüber iteriere über die einzelnen Elemente und ich die quasi zuweise auf eine Zufallszahl und hier kommt dieses Design ins Spiel. Ich sage also Distribution,
die ich davon erstellt habe mit den Eigenschaften, gib mir eine neue Zahl unter Verwendung von diesem Zufallsgenerator. Und das war's schon. Am Ende könnte ich jetzt auch noch functional in diesem Beispiel demonstrieren, indem ich eine Standard-Function zum Ausgeben von Zahlen definiere, die nichts anderes macht wie nichts zurückgeben und ein Double erhalten. Ich nenne diese print und ich sage nichts anderes wie Standard Cout soll diesen Wert von x kriegen und danach gebe ich noch eine neue Zeile an. Und jetzt demonstriere ich, was ich gerade vorhin auf der Slide hatte, von Algorithm, die for each, in die wir einfach nur einen Startpunkt reinstecken müssen, das wäre jetzt hier values begin, ein Endpunkt und eine Funktion, die für jeden Punkt ausgeführt werden soll. Und dann kann ich das jetzt hier einfach mal bilden lassen. Jetzt sieht man natürlich die Ausgabe nicht. Was man machen könnte, wäre cin ignore einfach zu verwenden, sodass am Ende einfach noch auf eine Eingabe gewartet wird. Hier sieht man die Zufallswerte, sind zwischen 0 und 5. Und nur um noch eine andere Distribution zu verwenden, weil zum Beispiel die Normalverteilung, Normal Distribution und die Werte sind jetzt in dem Fall nicht min-max, sondern sowas wie der Erwartungswert 0 und Sigma, was unsere Standardabweichung angibt. Also wir können die jetzt auf 0,5 zum Beispiel setzen. Also unser ganz normaler Gauss und wir sehen, die Werte sind jetzt um 0 verteilt. Sehr schön. Sieht auf jeden Fall alles sehr elegant aus und kann man auf jeden Fall sehr gut damit arbeiten. Gut, die Empty Base Optimization. Was ist das? Das ist eigentlich ein direkter Nutzen für Private Inheritance oder aber auch Protected Inheritance. Wir halten niemals leere Klassen. Immer wenn ich eine Klasse erstelle, hat die mindestens die Größe von einem Byte. Das ist einfach in C++ so. Und das bedeutet, dass selbst Klassen wie hier MT1 und MT2 eine Size von 1 haben. Und das bedeutet, wenn ich eine weitere Klasse erstelle, hier MyClass1 genannt, die diese drei Felder besitzt, MT1, MT2 und Element, dann ist die Size of MyClass1 nicht der Size of von Element, sondern eher sowas wie Padding plus Size of Element. Das hier ist mindestens ein Byte, was auf den Maschinen zu 4 oder 8 Bytes wird. Und das bedeutet, bei einer 64-Bit-Maschine habe ich 8 plus 8 plus Size of Element. Also ich habe 16 Bytes Overhead, nur weil ich zwei Klassen verwende, die eigentlich leer sind. Das möchte man eigentlich verhindern. Was ich also tun könnte, ist, ich erbe von MT1 und der Compiler realisiert dann, dass ich im Prinzip kein weiteres Feld verwende und das ist weg und das nennt man Empty Base Optimization. Was ist Private Inheritance? Es ist eine neue Form der Komposition, denn anstatt dass ich zum Zusammenstellen von Klassen alle Objekte als Felder einstellen muss, kann ich diese auch einfach über Vererbung erhalten. Der Unterschied ist, dass diese Klasse, MyClass 2, nach außen nicht von Empty vererbt ist. Es ist keine Is-As-Art der Vererbung. Das heißt, es hat eigentlich nichts mit dem klassischen Objektbaum zu tun. Es ist nur eine Form der Komposition. Und das ist eigentlich alles. Ich erhalte dann Zugriff auf alle Protected und Public Methoden von den MT1 und MT2. Ganz wichtig,
Und diese ganzen Methoden werden alle als private eingestuft. Wir werden uns jetzt auch gleich das RAI-Pattern anschauen, Resource Acquisition is Initialization, was uns sehr einfach Zugriff gibt, um Ressourcen freizugeben. Also, fangen wir mal an mit einer leeren Klasse. Ich nenne die einfach empty. Und vielleicht noch einer zweiten Klasse, die wir hier foo nennen wollen. Und die ein Feld drin hat. Empty und Double D. Wenn wir Size auf Foo machen, stellen wir fest, 16 U, das sind die 8 hierfür. Dann ist es ein Byte plus ein Padding. Und die 8 für den Double, die sind die 16. Also nochmal, empty hat ein U. Okay, versuchen wir mal das zweite jetzt, Private Inheritance. Und wenn wir das machen, kommen wir auf unsere 8. Das ist also Empty Base Optimization. Sehr fein. Legen wir noch Konstruktoren an und Destruktoren. Das erste, was ich ansprechen möchte, ist das Explicit-Schlüsselwort. Ich verwende das immer gern für jeden Konstruktor, denn C++ verwendet Konstruktoren, um Casts festzulegen. An sich ist jeder Konstruktor, der über ein Argument verfügt, ein mögliches mögliche Cast-Funktion. Diese wird immer implizit verwendet. Durch explizit muss der Konstruktor quasi angegeben werden, um zu casten. Okay. Geben wir hier aus, der Konstruktor wurde aufgerufen. Und nochmal dasselbe mit der Destruktor. Sehr fein. Gut, ich habe jetzt hier einen weiteren Scope erstellt, indem wir eine Variable f erstellen. Das bedeutet, wir müssen den Konstruktor aufrufen. Am Ende wird die Variable vernichtet. Das bedeutet, der Destruktor muss aufgerufen werden. Und wir sehen, die beiden Meldungen kommen. Sie kommen vor unseren Zufallszahlen. Das heißt, es wird wirklich an der Stelle, wo der Scope aufhört, der Destruktor aufgerufen und wirklich davor, das heißt im Scope der Konstruktor. Das ist also alles sehr gut deterministisch. Nun ja, man könnte ja auch sagen, was passiert, wenn ich jetzt einfach das über New gemacht hätte. Wir haben nur den Konstruktor aufgerufen und der Destruktor fehlt. Okay, natürlich könnte man jetzt argumentieren, Delete F fehlt. Jetzt habe ich natürlich aber eine zusätzliche Zeile gebraucht und ich habe einen großen Nachteil. In dem Fall habe ich den einfachsten möglichen Code, nämlich null Code zwischen dem Erstellen und dem Entfernen der Foo-Instanz. Was ist aber, wenn hier Code dazwischen ist, an dem an einer Stelle eine Exception geworfen wird? Nun ja, zunächst schützt unser Programm natürlich ab. Aber wir haben auch gesehen, es wurde nur der Konstruktor aufgerufen. Sonst ist hier nichts passiert. Wir können das jetzt natürlich abfangen, und ich mache jetzt hier einfach einen Catch 'em All. Aber dann stelle ich fest, wieder nur der Konstruktor, kein Destruktor. Das heißt, ich müsste jetzt irgendwie hier drin was tun oder das Ganze hier irgendwie verpacken. Also es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem Anfangsmodell, stelle ich fest,
Der Destruktor wurde auch aufgerufen. Aha. Das heißt, immer wenn ich aus dem Block rausgehe, also egal wie, egal jetzt über eine Exception, einen Return oder sonst was, der Destruktor wird aufgerufen. Das könnte also wirklich auch an dieser Stelle liegen. Geben wir ihm noch einen Wert an. Und vielleicht warten wir auch hier nochmal kurz. Falsche Stelle. Okay. Gut. Also anscheinend bringt es was, irgendwie das am Stack zu legen. Und wir werden auch gleich sehen, dass es hier noch Methoden gibt, um einzuschreiten. Nämlich den Reference Counting Smart Pointer. Das ist im Prinzip dieses Konstrukt. Wir benutzen den Share Pointer, um uns diesen Block zu erstellen, der im Prinzip nichts anderes hat wie ein Pointer auf irgendwas, das am Heap liegt. Und einen Control-Block, der unter anderem zählt, wie oft das referenziert wurde. Und wenn wir das jetzt in diesem Kontext tun, müssen wir das folgendermaßen aufziehen. Zuerst mal müssen wir den entsprechenden Header einbinden, das Memory, und dann den SharePoint erstellen, in dem Fall von foo. Und dem foo geben wir im Prinzip eine Instanz mit. Okay. Bilden wir mal. Und dann sehen wir auch jetzt hier, wird der Destruktor aufgerufen. Eine sehr feine Geschichte. Und das, obwohl ich hier einmal new verwendet habe, aber nirgends delete. Also das funktioniert anscheinend sehr gut. Viel besser wäre es noch, hier einfach ein Auto F zu machen und ein make shared foo zu verwenden. So habe ich diese zwei Anweisungen, das in den Pointer tun und über New erstellen, auch in eine geklappt, die schon optimiert ist auf den Fall, dass irgendwas mit New passiert. Funktioniert. Es gibt noch den Unique Pointer. Der Unterschied ist, dass bei Unique nichts gezählt wird, dass Unique quasi nur, vereinfacht gesprochen, das RAI-Pattern umsetzt für die Ressource. Um jetzt auf irgendwelche Funktionalität zu kommen, die in foo definiert ist, wie an bar-Funktion, muss man den Pointer dereferenzieren. Also zum Beispiel über Stern F. Und dann den Punkt und schon kann ich bar machen. Oder ich mache das in einem Schritt über den Member-Dereferenzierungsoperator und kann das jetzt entsprechend ausführen. Muss natürlich noch hier mein Namespace angeben. Wenn ich das aber alles gemacht habe, funktioniert das auch. Okay. Ein weiteres Idiom, das ich jetzt nicht im Detail vorstellen möchte, ist PIMPL, Pointer to Implementation Idiom. Hier geht es einfach darum, dass Klassen ihre Größe niemals ändern. Das schaffen sie dadurch, indem sie alle ihre entscheidenden Felder in eine Implementierungsklasse, eine Implementierungsinstanz legen, die als Zeiger verwaltet wird. Das heißt, die Größe der Klasse ist eigentlich nur der Zeiger plus Sachen, die sich vielleicht nie ändern. Und sollte sich jetzt wirklich was in der Implementierung ändern, dann verändere ich niemals die Größe dieser nach außen hin verwendeten Klasse, sondern nur die der Implementierungsklasse. Und die liegt sowieso am Heap und macht damit keine Probleme. Ja, wir werden uns zum Abschluss dann auch nochmal Substitution Failure is not an Error anschauen. Das ist Template Metaprogramming. Wo geht es hier darum? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich kann so etwas wie Fibonacci auch als TMP erstellen. Ich muss aber dem mathematischen Prinzip dann folgen. Zunächst fange ich an und sage, es ist ein Template.
Wir haben in dem Fall ein Argument, ein Int. Und das beschreibt meine Zahl Fibonacci. Hier drin lege ich im Prinzip nichts anderes an wie einen Wert von six version answer int value. Und der ist nichts anderes wie Fibonacci von n minus 1, den Wert davon, plus Fibonacci n minus 2, den Wert davon. Soweit so gut. Das hier wird jetzt niemals enden. Das ist nicht gut. Stattdessen muss ich jetzt noch Spezialfälle angeben. Einer ist 0. Dafür müssen wir natürlich auch sagen, dass es eine Spezialisierung von einem Template ist. Und der Wert bei 0 ist auch 0. Und wenn ich das Ganze entsprechend auch für 1 mal hier einpflege, dann stelle ich fest, okay, feine Geschichte. Der Fehler ist natürlich, dass ich das Ganze static machen muss. Ansonsten geht das nicht. Gut. Ich weiß nicht viel, aber ich weiß, was Fibonacci von 12 ist, nämlich 144. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch rauskommt. Jupp, das ist 144. Und das ist zur Compile-Zeit jetzt aufgelöst worden. Und wie schaffe ich das? Indem ich Schleifen durch Rekursion auflöse und indem ich Konditionale über Spezialisierung auflöse. Das ist eigentlich der mathematischste Weg, der mir einfällt. Und deshalb ist das eine pure funktionale Sprache. Und was wir hier noch nicht ausnutzen, aber was man bei TMP generell ausnutzt, ist Substitution Failure is not an option. Nämlich, wenn wir Typen finden, die zwar passen würden, allerdings beim konkreten Einfügen einen Fehler liefern, werden diese einfach ignoriert. Und das ist eigentlich der Sinn vom Branching in TMP. Also nochmal kurz zum Abschluss, ein kurzer Vergleich. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die sagen, wie zum Beispiel Miguel de Icaza, Choosing C++ is a case of premature optimization. Ja, ist eine ziemlich radikale Ansicht. Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass C++ in Produktivität so stark hinterherhängt. Natürlich ist der Fokus bei C-Sharp auf die Laufzeit, bei C++ zur Compile-Zeit. Von daher immer das richtige Tool für den entsprechenden Job einsetzen. Wenn ich also vor allem sowas wie Dependency Injection machen möchte, dann geht kein Weg an C-Sharp vorbei. Wenn man allerdings weiß, dass Performance eine kritische Rolle spielt, dann ist es eigentlich sehr geschickt, C++ herzunehmen, vor allem weil man an Produktivität eben nicht so viel verliert. C-Sharp ist auch besser in Cross-Plattform-Situationen, liegt aber allein schon daran, dass es keine so großen Compiler-Probleme gibt. Okay, wenn man sich auch die Details anschaut, bei C++ geht es ja wirklich um die Compile-Zeit und das ist alles nur binär kompatibel, also darum geht es wirklich. Bei C-Sharp geht es um diese Meta-Zuverlässigkeit, das heißt, wir definieren uns einfach ziemlich viel und das ist irgendwie in so einem Reflection-Package drin. Wir können das auch alles zur Laufzeit durchgehen. Sowas gibt es in C++ keineswegs. Meistens sieht man das auch bei Templates und Generics. Also Templates alles zur Compile-Zeit ausgewertet, Generics alles Laufzeit-Feature. Wenn wir es bei C++ mit sowas verwenden wollen wie einer Read-Evaluate-Print-Loop, dann sollten wir sich mal Kling anschauen. Funktioniert für Linux-Systeme am besten. C++ hat natürlich auch einige Nachteile neben dem bereits erwähnten. Man braucht vor allem sehr viel mehr Erfahrung, wenn man C++ anständige Programme entwickeln möchte. Im Allgemeinen müssen die Programmierer also auch viel besser sein für C++. Ich bin allerdings der Ansicht, dass
Programmierer, die beide vom selben Stand anfangen, genauso schnell C++ lernen könnten wie C#. Im Prinzip kann man das immer auf ein Subset der Sprache beschränken, so dass man möglichst schnell zu etwas kommt. Wenn es natürlich darum geht, die Sprache zu meistern, dann muss man in C++ einfach mehr Zeit reinstecken. Ein großes Problem bei C++ ist halt, dass es neben der SDL kein großes Standard-Framework irgendwie gibt. Die SDL ist schön für Algorithmen und Datentypen und da auch dem .NET-Framework überlegen. Allerdings ist es natürlich deutlich unterlegen an Funktionalität, das damit transportiert wird. Das würde aber jetzt schon langsam aufgehoben, deshalb sehe ich da für in 5 oder 6 Jahren eine Diskussion leicht verschoben. Okay. Ganz wichtig, TMP ist eine delikate Angelegenheit. Nichts für Novizen. Das ist eine eigene Programmiersprache, die man nicht von heute auf morgen lernen kann. Ganz wichtig. Ja, man könnte natürlich jetzt auch sich bestimmte Regionen anschauen. Zum Beispiel, mein nächstes Projekt sollte vor allem Reflection machen. Naja, dann ist eindeutig C# die Wahl. Man könnte es irgendwie in C++ hintricksen, aber es ist mit viel Aufwand verbunden. Vererbung, okay, sage ich jetzt über nichts dazu. Das Diamond Problem haben wir nicht angesprochen, aber wie gesagt, OOP in C++ ist sowieso so eine Geschichte, die nicht so ganz einfach möglich ist. Memory, ich habe in C++ einfach viel mehr Möglichkeiten. In C# bin ich von Anfang an in der einen Kiste und ja, wenn man also weiß, da wird man ziemlich viel eigenständiges Zeug entwickeln müssen, dann ist C++ hier die richtige Wahl. Wir können auch C++ in C# nehmen. Es gibt dafür einige Wege. Ich will darauf jetzt nicht im Detail eingehen. Wichtig ist nur zu erkennen, es ist möglich, wenn wir also einen großen Codeblock haben und es geht wirklich um die Größe, der entweder schon in C++ vorliegt oder der so viel Performance frisst, dass er kritisch ist, dann ist es möglich, das irgendwie einzubinden. Am einfachsten meiner Meinung nach, wenn man das über C++ CLI freigibt, dann ist es im .NET Framework, dann ist es super. Gut, ich finde C++ macht jede Menge Spaß. Es ist einfacher als jemals zuvor, es ist auch irgendwie schneller als jemals zuvor. Und je nachdem, was man für Probleme hat, zum Beispiel Memory Constraints, kann es auch die bessere Wahl sein. Das sind natürlich dieselben Argumente wie schon vor ein paar Jahren. Allerdings, man muss sagen, es hat sich schon leicht verschoben, denn die Produktivität wurde eindeutig erhöht in C++. Und das sieht man auch an sowas wie Modern C++, was jetzt nicht die Sprache ausdrücken soll, sondern ein Framework für WinRT oder für die Modern UI. Und das funktioniert eigentlich besser wie ja, auch das C# Companion zum Beispiel. Aber natürlich ist immer noch eine Last und die Programmierer, die C++ anfassen, müssen im Allgemeinen sehr diszipliniert sein. Damit will ich schließen mit einem Zitat von Bjarne Stroustrup: "There are only two kinds of languages, the ones people complain about and the ones nobody uses." Ja, C++ gehört wohl zuerst dran. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Folien gibt es wie immer auch auf meiner Seite.